Höchst interessant. So kurz vor Weihnachten macht Nintendo auf einmal einen neuen Event-Level für die Wii U-Version von Super Mario Maker. Und noch dazu von Dr. Kawashima, oder wie man ihn auch nun immer aussprechen mag. Und das freut mich ehrlich gesagt massiv, denn, das wissen viele gar nicht und das habe ich auch nie erzählt bislang, bis jetzt, Dr. Kawashima für den DS war eines der allerersten Videospiele, das ich je gespielt habe. Also, ich kann mich erinnern, die allererste, also der DS war ja meine erste Konsole. Nach der Kleinkinderkonsole Wii Smile war der DS meine erste, unter Anführungsstrichen, richtige Konsole. Und meine ersten drei Spiele auf dem DS waren Big Brain Academy, wo das Maxli davon ja auch schon in Super Mario Makers Kostüm verfügbar ist. Dann mein zweites DS-Spiel war Tetris DS und auf Platz 3, ja. Das dritte DS-Spiel war Dr. Kawashima. Ich weiß gerade nicht welcher Teil, aber das war wirklich witzig damals mit Dr. Kawashima, dem Japaner, der Gehirntraining macht. Das war wirklich ein witziges Spiel, habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es darin ging, aber egal. Niemand weiß besser als Dr. Kawashima, dass man durch Joggen nicht nur sein Gehirn, sondern seinen ganzen Kopf fit halten kann. Jogge also durch diesen überaus herausfordernden Level, vergiss nicht, dem Doktor seinen Kopf wieder aufzusetzen, bevor du dich in Siegerpol servierst. Okay, ich nehme mal an, man sieht nur den Kopf bei dem Mario-Kostüm. War ja in Dr. Kawashimas Spielen auch so. Ich glaube, die Spiele gibt es auch auf der Wii U zum Downloaden. Da gab es, glaube ich, auch mehrere Spiele. Wir spielen mal wieder mit dem NES-Controller. Also für welche, die letzten Parts vielleicht nicht mitbekommen haben, ich spiele mit dem NES. Ja, ja. So kennt man Dr. Kawashima. Er macht bestimmt auch witzige Geräusche, die ich jetzt leider Gottes wahrscheinlich wieder übertönen werde. Aber ich finde es erstaunlich, dass Nintendo jetzt einmal wieder ein bisschen mehr auf die Wii U-Version Wert legt, nachdem die Wii U ja schon... Toll. Nachdem die Wii U ja praktisch schon tot ist, nachdem ja Super Mario Maker und Yoshi's Woolly World auf den 3DS geportet wurden, alle anderen Titel auf PlayStation 4 und Xbox One und die anderen Nintendo-Titel jetzt auf die Switch. Finde ich es erstaunlich, dass jetzt auf einmal Nintendo doch noch ist. Ich darf neu starten. Nein, nicht beenden. Neu starten. Naja. Gut, der NES-Controller, da hätten wir ihn ja wieder. Ja, ist aber, glaube ich, der letzte Part, bei dem wir mit dem NES-Controller spielen werden. Ab dem nächsten Part geht es dann weiter mit dem... Ja, ich verstehe, das sollen jetzt so kleine Rätselchen darstellen. Ja, ich kann mich kaum noch an das Spiel Dr. Kawashima erinnern. Das können die mal als Let's Test bringen. Nicht Let's Play, denn dafür eignet sich dieses Spiel leider nicht für ein vollständiges Let's Play. Aber ja, Dr. Kawashima, man sieht halt immer nur seinen Kopf. Also man hatte nie... Vielleicht basiert Dr. Kawashima auch auf einem echten Nintendo-Mitarbeiter. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber... Ich könnte es mir vorstellen, dass Dr. Kawashima wirklich irgendwo auf der Welt herumläuft. Auf jeden Fall ist er ein witziger Charakter. Seine Spiele sind wegen dem, ja, es hat schon ein bisschen Kultfaktor, weil es halt irgendwie genial ist, aber auch irgendwie herrlich dämlich, die Spielserie. Ja, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir Dr. Kawashima irgendwann auf meinem Kanal nochmal begegnen werden. Aber halt nicht als vollständiges Let's Play. Das Ganze gibt's wie... Ja, schön, diese Pose auch mal zu zeigen. Was passiert, wenn ich nach unten drücke? Oh ja, so eine Teufelsfresse. Die kennen wir ja auch schon. Hier sind Pilze, oder? Ja. War ja auch nichts anderes zu erwarten, aber ich finde es echt erstaunlich, ich finde es weniger erstaunlich, dass Dr. Kawashima, denn nach all den komischen Charakteren, die in Super Mario Maker eingebaut wurden, ist Dr. Kawashima jetzt wirklich nicht die größte Überraschung. Ich finde, ich bin einer der wenigen, bei denen ich mich jetzt richtig freue, dass er dabei ist, denn ich verbinde mit ihm halt viel, auch wenn ich von den Spielen ehrlich gesagt kaum noch was weiß. Ich verbinde mit Dr. Kawashima einige glückliche Kindheitserinnerungen, aber echt, ich kann mich an die Spiele überhaupt nicht mehr erinnern von ihm. Wirklich, ich glaube da, obwohl, wie war denn das? Ja, stimmt, ich habe eins auf dem DS als Kassette und ich habe ja mal ein DSi XL gekauft, also DSi XL, ihr wisst schon. So einen habe ich mir mal gekauft und da waren zwei Dr. Kawashimas Gehirnjoggen. Wie fit ist das Gehirn? Hieß nicht so das erste Spiel, was ich am DS hatte. Und auf dem DSi XL waren halt zwei von diesen Dr. Kawashima-Spielen schon fest drauf. Ja, und da, ja, diesen DSi XL habe ich nicht mehr. Den habe ich meiner Cousine zum Geburtstag geschenkt, weil ich ihn kaum benutzt habe. Naja, egal. Aber da war Dr. Kawashima drauf. So, aber in dem Part sehen wir noch eine andere berühmte Persönlichkeit, nämlich, ich muss kurz die Level-ID eingeben, ich hoffe, ich habe sie richtig aufgeschrieben, oder er, Moment, ne, das, oh, verschrieben, Moment, sie, 1000, ich habe mir jetzt extra noch das Gamepad parat gelegt,
Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die ID falsch sein wird. Hoffentlich. Hoffentlich. Und... Doch, es funktioniert! Ja, ihr seht's! Es ist Darth Vader! Wer kennt ihn nicht? Also, bei Dr. Kawashima, da muss man sagen, ja, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, den ihn nicht kennt. Aber Darth Vader, den dürfte wirklich jeder kennen. Auch Leute wie mich, die Star Wars eigentlich gar nicht so gucken. Jetzt wollte ich schon Star Fox sagen, ich trottel. Oh Gott. Mir hängt es wahrscheinlich immer noch zu sehr nach, dass ich Star Fox Zero nie durchspielen konnte. Ja, das bedrückt mich immer noch in meiner Seele, dass ich es nie auf die Reihe kriege, Star Fox Zero durchzuletzplayen oder generell durchzuspielen. Okay, das ist eine gute Idee, wie der Kommentar das schon sagt. Ich gehe jetzt mal als Hosenmatzmare auf Nummer sicher. Ja, Darth Vader, ich muss ganz ehrlich gestehen, das hat mich sehr verblüfft, also weil mal Darth Vader darauf besteht, dass ich Level von ihm spiele, und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, das sage ich bei allen Abonnenten, aber bei Darth Vader habe ich schneller Ja gesagt, denn wer traut sich schon Level vom Darth Vader abzulehnen? Und ich meine, hey, das ist ein riesengroßer Bösewicht. Ich kenne die Hintergrundgeschichte von Darth Vader gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Wie war denn das? Ich glaube, der ist in Lava reingefallen. Meine Tante ist ein riesen Star Wars Fan. Ja, ja, die erzählt mir auch immer die ganze Zeit, wie schlecht der neue Star Wars Film war. Wie findet denn unser Darth Vader hier den neuen Star Wars Film? Würde ich gerne mal von ihm in den Kommentaren hören. Wie er so den neuen Star Wars Film findet. Also wir hatten ja vor ein paar Parts lustigerweise schon Star Wars Level. Aber... ja, vorsichtig. Vorsichtig. Naja, und es gibt ja auch Lego Star Wars für... Das erscheint immer noch für die alte Wii, glaube ich. Ach so funktioniert das. Da unten ist ein Monty. Obwohl, hätte ich mir ja nicht denken können. Naja, und wir hatten ja wirklich von einem anderen Abonnenten ein Star Wars Level, der auf dem Todesstern basiert. Ja, das war ein sehr interessanter Level. Kann ich nur empfehlen, den Part. Ich habe ja den Part auf Star Wars genannt. Ich hätte damals nicht gedacht, dass wir tatsächlich mal Darth Vaders Level spielen werden. Wie war denn das? Darth Vader hat, glaube ich, nur diese Maske auf und kann nicht so recht atmen, weil er, glaube ich, mal in die Lava gestoßen wurde, oder? So war das, soweit ich weiß. Aber es kann ja auch sein, dass ich was Falsches weiß. Aber vielleicht auch nicht. Ich kenne mich mit Star Wars aber leider nicht so gut aus, weil ich die Serie... Ich will nicht sagen, dass ich sie nicht mag. Das ist eine gute Filmserie, aber wirklich, die ist ja auch sehr populär, aber sagen wir mal so, ich hab die nie wirklich geschaut und deshalb verbinde ich nicht was. Ich habe, glaube ich, nur einmal so im Fernsehen zufällig, ich denke mir noch, wie geht's denn da weiter? Hab nur im Fernsehen mal zufällig den gesehen mit Prinzessin. Oh, das geht mit dem NES-Controller, das wusste ich nicht. Also, falls ich Darth Vader wundert, wie das mit dem NES-Controller spielbar ist, das Spiel, da braucht man das NES-Mini dazu, und diesen Controller vom NES-Mini kann man benutzen für, wie den Wii Classic-Controller, mit Hilfe der Wii-Fernbedienung. Also, falls du dich wunderst, wieso ich hier mit dem NES-Controller Let's Play, keine Sorge, das hat alles seine Gründe. Das ist halt so eine kleine Challenge, die ich mir für mein Let's Play gesetzt habe. So. Gut, dann machen wir hier mal kurz Bowser Jr. kalt. Mit P-Schalter. Möge die Macht mit dir sein, Mario. Ja, den Spruch kennt wirklich jeder. Star Wars ist echt Kult, muss man sagen. Man muss es nicht mögen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht mag, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich es mag. Versteht ihr? Ich verbinde mit Star Wars halt nicht viel. Ich habe es noch nicht so oft geschaut. Ich habe mal einen Teil, wie man sagt, im Fernsehen mal gesehen. Zufällig, aber nicht komplett. Das war dieser Teil mit Prinzessin... Elea, jetzt wollte ich schon Elise sagen. Oh Gott, Sonic 2006, bald starten ist Let's Play von mir. Prinzessin... nicht Elea, einfach nur Lea. Mit Prinzessin Lea und Jabba. So hieß du dieses komische, fette Monster da, oder? Ich bin sicher, ihr wisst alle, welchen Film ich meine, oder? Da war dann auch, wo dieser Hauptcharakter Luke hieß er, glaube ich, dann in dieses... in diese... Kammer mit diesem noch scheußlicheren Viech reinkam und so. Das war echt interessant, muss ich sagen. Ja. Gut, schauen wir mal noch, was der noch so für Level hat. Super Mario Bros. The Lost Levels mit 1-1 Start. Ist ja eigentlich nur ein Nachbau von Super Mario Bros. The Lost Levels, was ich ja auch schon Let's Played habe. Ja,
plane ich nochmal zu Let's Playen. Hm? Kommt nochmal, keine Sorge. Moment mal, mir fällt gerade ein. Nämlich in Super Mario Maker auf dem 3DS gab es ja diesen Level auch nachgebaut. Sogar mit Unterbereich und diesen komischen Challenges. Moment, das will ich jetzt aber echt mal wissen. Im Original war hier ja ein Giftpilz. Aber hier in Super Mario Maker gibt es ja keinen Giftpilz. Ja, Moment mal, ich möchte jetzt echt mal wissen, ob es diesen Unterbereich gibt in der aus der 3DS-Version. Komm, das möchte ich jetzt echt mal wissen, ob du jetzt hier an die 3DS-Version gehalten hast. Scheinbar nicht. In der 3DS-Version von Mario Maker gab es ja nur 10 Mario-Herausforderungen, oder wie die auch immer hieß. Ich mag die 3DS-Version ja nicht sonderlich. Dann ist sie mir auch nicht zu kaufen. Da stehen die Chancen für Yoshi's Woolly World am 3DS besser. Aber was haben wir denn hier? Ja, aber Star Wars. Eine Serie, die man zumindest einmal geschaut haben müsste. Was man davon halten soll, ist eine andere Angelegenheit. Ja, jetzt meine Frage, Darth Vader. Und die kann sicher nur der echte Darth Vader beantworten. Wie hast du denn darauf reagiert, als du vom Pharao aus Nachts im Museum 2 als Bösewicht abgelehnt wurdest? Kennt ihr Nachts im Museum? Ein fantastischer Film, ne, wirklich. In Nachts im Museum 2 tritt Darth Vader als Cameo-Auftritt auf. Wirklich, muss ich sagen, das war witzig. Ne, wirklich. Im zweiten Teil, also in Nachts im Museum, geht es ja darum, in dem Film, dass es einen Christmas Lounge Special. Lounge, was soll das für ein Wort sein? Okay, es ist Weihnachten, das zocken wir jetzt. Komm, das ist der letzte Part vor Weihnachten, das muss jetzt schon sein, dieser Level hier. All I want for Christmas is you and the PlayStation and the Wii U and some other games for wait, let me see, well, GBA, Game Boy Advance, Pretty Pleasure Set, then all I want for Christmas is Wii U, PlayStation, Game Boy, 3DS and Wii 2. Okay, ich weiche zu sehr ab. Ich habe dieses Jahr wirklich überraschend selten. Was ich sehr oft dieses Jahr im Radio gehört habe, ist Driving Home for Christmas. Ein Weihnachtslied, das ich ja nicht sonderlich mag. Aber auch ein Lied, was ich sehr mag. Letztes Jahr hat es dieses besagte Lied, das gilt ja auch als das beste Weihnachtslied aller Zeiten. Und ihr wisst alle, von was ich rede. Letztes Jahr haben sie damit echt übertrieben. Aber mir hat es gefallen. Das ist nämlich wirklich ein gutes Weihnachtslied. Das haben sie letztes Jahr auf und ab im Radio gespielt. Ihr wisst bestimmt alle, von welchem Lied ich rede. Last Christmas, I gave you my heart. Na gut, der Text ist jetzt nicht sonderlich. Aber die Performance von dem Lied ist wahnsinnig. Oh! Oh, wie soll ich da oben hinkommen? Was steht da, wenn ich fragen darf? Stand da Christmas? Ich hab's leider nicht lesen können. Hab mir jetzt aber auch nicht konzentriert. Last Christmas, but the very next day, you throw it away. Next. Ich kann nicht. Ja, ist mir ein bisschen zu schnulzig, muss ich sagen. Der Text, aber wirklich, das Lied an sich gefällt mir voll. Das hat echt eine schöne Musik und zeugt irgendwie Weihnachtsstimmung, auch wenn der Text jetzt ehrlich gesagt. Das soll wohl ein Witz sein. Und der Text hat jetzt gar nicht mal so viel was mit Weihnachten zu tun, muss ich sagen. Also. Das stimmt schon, dass der Text jetzt nicht so viel mit Weihnachten zu tun hat. Aber das Lied ist super. Was gibt's noch für Lieder, für Weihnachtslieder, die mir in Erinnerung blieben? Neulich habe ich so eins gehört. Santa, can you? Ja, ich werde ein Weihnachts-Let's-Play machen zu. Ich bin sicher, ihr wisst alle, von welchem. Ach, ich sag's einfach mal. Obwohl ihr es bestimmt schon alle wisst. Ganz klar, dass dieses Jahr zu Weihnachten gibt. Moment. Wieso bin ich da wieder? Naja. Es gibt New Holiday Special zu Weihnachten. Das muss ich morgen eh aufnehmen. New Holiday Special, ein Weihnachtshack von New Super Mario Bros. Wii
im Weihnachtsstil. Sehr schön, das werden wir uns anschauen. Das wird lustig und wunderschön, wunderbare Paper Mario Crystal Palace Musik. Also das ist echt ein Projekt, das ihr sehen solltet. Ich finde halt immer noch, bei Weihnachten geht's. Ich finde halt immer noch ein bisschen komisch, denn Weihnachten ist eigentlich was Religiöses. Also ich persönlich habe mir, ich wünsche ehrlich gesagt ungern einem frohe Weihnachten, weil ich halt nicht weiß, ob der auch wirklich von der Religion her, ja, klingt jetzt halt so rassistisch, will ich fast schon sagen, aber Weihnachten ist wirklich was Religiöses und ich finde halt komisch, dass es nur noch um Geschenke und Schmücken und um einen Typen, der Mario ein bisschen ähnlich sieht und durch den Kamin steigt. Das hat für meinen Geschmack nichts mit Weihnachten zu tun. Mit dem eigentlichen Sinn von Weihnachten. Jesus, Geburt und so. Wie soll es denn hier weiter? Ach so. Ach so, das war nur für die Münze. Und dann brauche ich etwa die andere. Volles Risiko. All I want for Christmas is this level for me from you. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie ich an diese zweite Münze komme. Komm schon. Die ist viel zu hoch, da komme ich doch nicht hin. Oder gibt's da irgendeinen Trick? Ich habe ja keine andere Wahl. Ich muss es ja ausprobieren. All I want for Christmas. Obwohl ich das Lied nicht so sehr mag wie Last Christmas, kann ich das Lied irgendwie besser singen, weil es halt nicht so. Ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Sentimental wirkt. Und Weihnachten ist halt, man muss es wirklich sagen, es ist was Religiöses. Und deshalb, und der wahre Sinn von Weihnachten geht halt immer ein bisschen verloren. Klar, es ist wichtig, dass man an Weihnachten mit der Familie zusammen ist und schöne Stunden verbringt. Ich brauche hier einen Tanuki. Gab es hier irgendwo einen Tanuki? Mal schauen. Vielleicht hier. All I want for Christmas. Naja, und oh, das ist ein anderer Bereich. Eine Idee hätte ich noch, aber das wird jetzt nicht so einfach. Gott, voll viele Themen in dem Part. Da hatten wir Dr. Kawashima, da hatten wir Darth Vader, um den Satz von vorher nochmal zu Ende zu bringen. Leider. Ich glaube, den Level muss ich komplett neu starten. Aber wisst ihr was? Aus Weihnachtsstimmung spiele ich den Level jetzt mal zu Ende. All I want for Christmas. Ja, aber an Weihnachten ist für mich echt wirklich so der Sinn, dass man mit der Familie zusammen ist. Und diese, achso, da oben geht's nicht rein, das mit den Geschenken, ja, man schenkt sie zu Weihnachten etwas. Aber es geht auch nicht darum, wessen Haus am besten dekoriert ist. Ich meine, ich dekoriere zwar jedes Jahr das Haus mit meiner Familie, aber sagen wir es mal so, nicht so überprächtig wie alle Nachbarn. Und deshalb, ja, ich kann euch einfach schon mal was sagen, was ich zu Weihnachten kriege. Ich habe es leider schon rausgefunden. Das heißt leider, ich kriege eine PlayStation 4. Nicht 4. 3. Die 3er kriege ich zu Weihnachten. Mit folgenden Spielen. Sonic 2006 und vorinstalliert Crash Bandicoot. Das wird schön. Ich freue mich schon auf diese besagten Spiele. Jetzt! Das geht nicht. Da braucht man einen Tanuki. Moment mal. Oh, ich bin schon ein bisschen dumm, oder? Naja. Aber Weihnachten ist halt. Man muss es wirklich dazu sagen, es geht nicht ums Schenken. Also ich persönlich finde zwar schon Geschenke wichtig. Also sagen wir es mal so, wenn ich irgendwann erwachsen bin, dann werde ich da sicher nicht mehr Geschenke kriegen. Weil wenn man erwachsen ist, das ist mir bei wirklich in allen Erwachsenen in meiner Familie aufgefallen, da geht es dann wirklich nicht mehr um die Geschenke, sondern dass man einmal bei all dem stressigen Arbeitsleben einmal zu Weihnachten zusammenkommt. Und das ist dieses Jahr auch. Ich werde mit meiner Familie in Wien feiern und schöne Zeiten verbringen. Schön essen. Die Geschenke packe ich aber noch hier aus, bevor ich nach Wien fahre. Also einfach, damit meine Cousine nicht zu eifersüchtig ist. Aber die hat ja schon eine PlayStation 3, meine Cousine. Ja, mein Onkel und meine Tante sind nicht nur Star Wars Fans, sondern auch
PlayStation-Fans. Ich mag PlayStation auch, aber... aber ich mag Nintendo mehr. Warte, ich... Da war... Da war noch ein Feuerball, zudem ein anderer Bereich. Der Level muss... Moment. Ah, ich verstehe schon. Nein. Moment mal. Ich darf... Ich denke mir noch, da war ein Checkpoint. Rein theoretisch? Nee. Können wir den Level ein bisschen selbst kaputt machen? Ja. Aber Weihnachten, wie soll man sagen? Ich habe mir dieses Jahr mal die Bibel durchgelesen und es stimmt, dass Jesus ja eigentlich nur das Beste für die Menschen will. Und technisch gesehen geht es ja wirklich um die Liebe und nicht um seine Geburt, wenn man es extrem streng betrachtet. Aber man muss schon sagen, dass der eigentliche Sinn von Weihnachten irgendwie in der Masse untergeht. Ja, ich finde halt, man sollte Geschenke, Liebe, Nächstenliebe und halt Schmuck alles haben. Man sollte auf keins, keins von diesen wichtigen Dingen an Weihnachten vernachlässigen. Weil mich wundert es halt immer, weil das eine religiöse Sache ist, dass das irgendwie so aufinszeniert wird. Ich meine, es feiern jetzt richtig viele Leute, die, sagen wir es mal so, nicht dieser Religion angehören, Weihnachten. Und das wundert mich halt ein bisschen. Mich wundert es ehrlich gesagt auch voll, dass, ich meine, die Jahrrechnung, dass es 2016 und 2017 ist, das geht ja eigentlich wirklich von Jesus Geburt aus. Und das wundert mich halt ein bisschen. Zum einen mal, wo wir gerade von Star Wars vorher noch geredet haben, ja, da spielen wir noch. Aber er hat das mit dem Schnee richtig gut nachgestellt, mit den Eisblöcken und so, das hat mir richtig gefallen. Ja, weiße Weihnachten wird es dieses Jahr wohl nicht geben. Moment mal, wieso Ganondorf? Oh nein! Entschuldige, dass ich den Level nicht spielen kann, aber den kann ich nicht. Ich kenne mich mit Star Wars leider nicht aus. In dem Level würde ich nur fehlen. Mein erstes Level eigentlich. Dann spielen wir das. Das sieht gut aus. Sorry, Darth Vader, aber ich kenne mich mit Star Wars leider echt nicht aus. Da würde ich nur fehlen. Das machen wir ein anderes Mal. Ja. Und jetzt mal eine Frage. Wie hast du eigentlich reagiert, dass in Nachts im Museum 2, da war ja der Bösewicht, Wer mögt ihr alle? Wen mögt ihr alle mehr? Ich mag Tails von den vier am liebsten, muss ich sagen. Ist Darth Vader etwa ein Sonic und ein Mario-Fan? Hat er damals auch in den 90ern... Obwohl, gab es in den 90ern schon Star Wars, als der Konsolenkrieg zwischen Nintendo und Sega noch im Gange war? Wie soll denn das gehen? Naja, aber Darth Vader, der kam ja echt in Nachts im Museum 2 vor und ich fand das da so genial. Da haben sie Rumpel, ihr wisst schon, Rumpel aus der Sesamstraße. Also da hatte ja dieser Pharao da im Museum, wo halt alle Objekte zum Leben... Als da ja alle Objekte zum Leben erwacht sind, hatte dieser... Was zum? Da hatte dieser Pharao, als alle Objekte zum Leben erwacht sind, eine Armee von Schurken zusammengetrieben. Da waren unter anderem Ivan der Schreckliche dabei. Dann gab's, Napoleon Bonaparte. Il Capone. Und dann haben sich zwei neue Teilnehmer gemeldet. Und das waren halt Darth Vader und Rumpel. Ihr wisst schon, der Crouch aus der Sesamstraße. Und er hat beide nicht in sein Team aufgenommen, weil... Ich zitiere kurz, die Szene muss ich euch kurz nachstellen, mit meiner tutligen Stimme, weil der Pharao Achtung gesprochen hat. Du wirkst nicht böse, Rumpel. Ich habe eher das Gefühl, dass du grantig bist. Was soll dies? Was soll das? Da macht Darth Vader halt dieses typische Star Wars Zeichen. Möge die Macht mit dir sein, oder was dieses Zeichen bedeutet. Und was dies? Was ist das? Ich komme nicht mehr mit. Keufst du immer so laut? Ich kann kaum meine Gedanken hören. Und wo soll der Umhang gut sein? Gehen wir in die Oper? Nein, also Wiedersehen. Ich nehme dich nicht in meine Armee des Bösen auf. Der schickt doch ernsthaft Darth Vader den absoluten... Oh, das ergibt Sinn. Der schickt doch ernsthaft Darth Vader den absoluten Oberbösewichten weg. Na gut, Rumpel kann ich verstehen. Den Rumpel ist ja in der Sesamstraße nicht mal ein Bösewicht. Aber Darth Vader? Der kann nicht einfach Darth Vader wegschicken. Darth Vader ist jetzt nämlich mal ein böser als Ganondorf oder Bowser. Der kann doch nicht einfach den alten Vader wegschicken. Und jetzt mal eine Frage an dich, falls du wirklich der echte Vader bist, der hier diese Level programmiert hat. Wie hast du darauf reagiert? Vielleicht kennst du ja den Film. Vielleicht kennt der Abonnent ja wirklich diesen Film. Nachts im Museum 2. Da gibt es jetzt, glaube ich, sogar Nachts im Museum 3. Naja, boah, ich habe echt viel quasselt in dem Part. Über dies und das und Ananas. Naja, aber...
Ja, ich wünsche Ihnen schon mal allen meinen Abonnenten frohe Weihnachten. Ich muss dann morgen echt noch das Überraschungsprojekt nicht, denn es ist ja keine Überraschung. Das Weihnachtsprojekt muss ich echt noch aufnehmen. Da muss ich noch den Hake auf meine Wii laden. Das ist halt auch ein bisschen, das wird das letzte Projekt sein, was dann endgültig auf der alten Wii aufgenommen wird. Dann wird meine alte Wii endgültig eingemustert und ab sofort dann alles auf der Wii U aufgenommen. Das sieht ganz einfach grafisch viel besser aus. Ihr werdet schon sehen, für welche wie Darth Vader, die neu auf meinem Kanal sind. Ihr werdet sehen, der grafische Unterschied zwischen Wii und Wii U bei der Aufnahme ist bei mir noch größer als bei anderen Let's Playern. Also das hier ist wirklich absoluter Standard, das ist wirklich Maximumqualität, die unbedingt für ein Let's Play sein muss, die wir hier haben. Also Minimumqualität. Aber mit dem NES-Controller und dem Spin-Jump ist der Level gar nicht mal so einfach. Wow! 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 Kein Spin-Jump, wer kennt meine Challenge? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da oben landen. Naja, aber ich frohe Weihnachten an alle. Kann ich mit dem? Ja, den Flattersprung kann ich. Das heißt, es wird kein Problem sein, den Level mit dem NES-Controller zu lösen. Ab dem nächsten Part dann mit dem GameCube-Controller. Ja, übrigens, Yoshi ist der Einzige, der bei diesem Kreissägen abspringt. Ja. Gut, gut. Ja, und ab dem nächsten Part mit dem GameCube-Controller. Da gibt es ja bekanntlich so einen Adapter. Oh je, ich komme hier gar nicht mehr von da runter. Gut, Moment. Das muss ich kurz mit der Wii-Fernbedienung machen. So. Und NES-Controller wieder ranstecken. Im nächsten Part dann mit dem GameCube-Controller. Ja, ich habe mir zu Weihnachten einen Adapter gewünscht. Der ist auch schon angekommen. Ich habe es ja bei der Post schon gesehen. Und bei den Amazon-Bestellungen meiner Verwandten. Zum GameCube-Controller-Adapter, der wie der NES-Controller, der Nunchuck oder der Classic-Controller an die Wii-Fernbedienung angeschlossen wird. Und dann kann man mit meinem heißgeliebten GameCube-Controller spielen. Ich freue mich schon, Super Mario Maker mit dem Teil zu zocken. Das wird schön. Ja, ja. Ich schätze... Na gut, ich möchte nicht sagen, der letzte Part dieses Jahr. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass ich in den Weihnachtsfeiertagen noch einen Mario Maker Part aufnehmen werde mit euren Leveln und allem, was dazu gehört. Na gut, nur eure Level gehören bei meinem Let's Play dazu. Ich zocke ja nicht bekanntlich Sternrangliste, weil macht keinen Spaß, muss ich sagen. Den ganzen Automatikkram oder was da immer drinnen ist. Obwohl die Sternrangliste jetzt verändert wurde. Nee, keine Sternrangliste. Und auch keine 100 Mario Herausforderung. Da kommt ja eh nur Trash und Schrott raus. Warum eigentlich? Hätte Nintendo das nicht so programmieren können, dass da immer nur die besten Level sind? Eigentlich sollte man da wahrscheinlich abspringen, aber nicht mit mir! Aber das sind gute Level, muss ich sagen. Mir wirklich, die Level gefallen mir. Das ist halt so unfair, die Mannschaft sind so hart. Die Brüder kann man einfach durchlaufen. Oha! Bowser Jr., was machst du zu Weihnachten? Ja, ich finde es halt auch so ein bisschen, ich habe mich ja immer gewundert, warum es bei der Kirby-TV-Serie keine vollständige Weihnachtsfolge gibt. Ihr kennt die Kirby-TV-Serie. Und da war ja in der einen Folge, wo Kindy dies alles schneien hat lassen, obwohl in Dreamland, da wo Kirby und die anderen wohnen, ja keinen Schnee gibt. Da haben sie ja alle gewundert, warum es auf einmal Schnee gibt. Da hat Didi ja so ein Monster bestellt, was irgendwie alles schneien hat lassen und so und den Ice Dragon und... da gab es ja in der deutschen Fassung, aber wirklich nur in der deutschen Fassung der Serie, weil die Serie ja aus Japan stammt und so, Kirby, Nintendo, Japan, klar. Gab es ja diesen Schmäh, wo der Bürgermeister von Kositown, nein, Seatown hieß es, sagte, dieses Foto kommt auf unsere Weihnachtspostkarten. Und das steht, glaube ich, echt nur in der deutschen Fassung. Ich muss mir mal die englische Fassung anhören, ob das da auch noch drin steht. Der Level war gut, ne, wirklich. Naja, und Weihnachten ist halt, wie soll man sagen, in Japan, ich kann verstehen, warum es keine Weihnachtsfolge von Kirby gibt. Umso verwunderlicher, dass es von der Super Mario World TV-Serie eine Weihnachtsfolge gibt. Ich glaube, in Japan ist Weihnachten nicht so gängig. So, jetzt aber mal genug für den Part. Wir haben genug Level gespielt. Wenn du mehr willst, Darth Vader, dann kommentier schön. Dann zocke ich mehr Level von dir. Keine Sorge. Gut, tja, ich möchte nicht sagen, der letzte Part dieses Jahres, aber auf jeden Fall der letzte Part vor Weihnachten. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Wir haben viel in dem Part philosophiert über Star Wars, Weihnachten und natürlich über das neue Amiibo-Kostüm. Sehr schöne Level, nur wirklich allesamt, auch der Dr. Kawashima-Level war für ein Event-Level recht gut. Ja, und ich würde da gerne mal eure Meinung zu Weihnachten und so wissen und auch zu Star Wars. Gut, na dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss.